Hier sehen Sie die Software. Ich zeige Ihnen einfach mal in einem Schnelldurchgang, wie man mit der Software arbeiten kann. Das erste ist, Sie gehen auf eine der Seiten, die Sie editieren wollen, wählen ein entsprechendes Layout aus, das Sie in die Bearbeitung mit übernehmen wollen. Sie ziehen das Layout rüber und haben dann direkt die neue Darstellung sichtbar. Sie können die Layouts beliebig verändern. Auch die Positionen von Bild- und Textboxen sind soweit verschiebbar, skalierbar und so weiter. Und nach dem Editieren im Layout ist der nächste Schritt, einen Hintergrund auszuwählen. Ob das jetzt einfach nur ein einfarbiger Hintergrund ist oder wirklich auch ein eigenes Bild oder eines der schon vorliegenden Hintergründe in der Software ist Ihnen überlassen. Im nächsten Schritt geht es dann in den Bildbereich. Alle Bilder, die bei Ihnen auf dem Rechner liegen, können Sie direkt verwenden. Per Drag and Drop auf die Seite jeweils ziehen und dann auch noch eine Nachbearbeitung vornehmen. Das heißt, sowohl das Skalieren, Ausschnitt wählen, Verschieben des ganzen Bildrahmens oder auch die Rotierung der Bilder ist dabei möglich. Weiterer Punkt ist der Text. Der Textbereich funktioniert eigentlich identisch wie der Bildbereich. Sie klicken in das Textfeld, editieren einen Text. Und können dann den Text auch entsprechend Ihrer Schriften, die bei Ihnen auf dem Rechner geladen sind, verändern. Natürlich auch in Richtung Schriftgrößen, Schriftfarbe, Schrifthintergründe, all diese Dinge sind direkt auswählbar und veränderbar. Ja, und so wird das gesamte Buch erstellt. Es geht dann in einen Preview-Modus zur Ansicht der einzelnen Seiten. Und natürlich im Nachgang Bestellvorgang mit allen Möglichkeiten, Kreditkartenzahlungen und so weiter, die üblichen Geschichten. Ja, soweit ein kurzer Überblick zur Software.